So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Going Medieval. Weiter geht's mit einem Live-Let's Play auf Twitch gestreamt, auf YouTube nachträglich hochgeladen. Und es ist immer noch der zweite Run, ne? Wir haben ja schon mal einen kompletten Run gemacht. Und ich bin hier noch die Burg am Erweitern, schön am Ausbauen. Das kommt hier, glaube ich, gut. Zudem hatte ich in der letzten Folge ja gesagt, wir wollen ein Fallgitter noch machen. Ein Fallgatter heißt es. Ich sage immer Gitter, aber es ist ein Gatter, ein Fallgatter. Dass wir irgendwie hier hin machen. Jetzt habe ich aber ein Problem. Ah, wir haben zu wenig Ressourcen, wie immer. Reißt hier nochmal ein Teil raus. Tragen einen Teil des Berges einfach ab, das ist schon okay. Wir versuchen den Wolf auch schon seit Ewigkeiten zu trainieren, aber der lässt sich irgendwie nicht trainieren, ne? Obwohl Alatania schon 20 ist, was wahnsinnig gut ist, will dieser Wolf irgendwie nicht trainiert werden. Das muss mit einem Bären dann ja noch viel, viel mühsamer sein. Wo willst du denn hin? Ah, der ist 16, aber ist hungrig. Hungrig ist nicht gut. Aber ich hatte die Rüstung gegeben, Alatania, ne? Jetzt hoffe ich, dass er nichts macht. Dass das scheitert. Mit so hohen... Ja, wir lassen es mal sein. So, also, wir brauchen ja deutlich mehr Kalkstein. Und dann muss ich mir jetzt überlegen, wie wir das machen. Wir könnten hier runtergraben. Die Zwerge wohl sagen werden, wenn du erfährst, dass sie ihren Berg ab, dass du ihren Berg abbaust. Das ist mein Berg. Das ist nicht ihr Berg. Weil dieser Höhenunterschied, das ist mir zu wenig hier. Ne? Ja, wir könnten das Wasser hier noch reinziehen, aber trotzdem. Also hier werden wir so oder so ja auch viel aus dem Boden holen, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Sehr schön, Katze wurde trainiert. Let's go. Altstufe 23. Ich bin noch am Brainstormen. Ich sehe gerade, dass der große Umbau gar noch nicht vollständig fertig ist. So, das wird dann die nächste Linie noch. Leidet unter Kälte, habe ich hier keine Sommerkleidung. Wir hatten hier irgendwo noch Kleidung, deponiert. Schwache Winterkleidung, solide. So, nach wie vor noch lagerflächentechnischen Problem. Iltisse. Iltisse sind Frettchen, ne? Ein anderer Begriff für die ist Frettchen, wenn ich mich nicht irre. Wir könnten einfach provisorisch mal ein Gatter hier machen.
sie einfach mal irgendetwas haben da. Vielleicht erstmal keine Hühner mehr. Ah ja, aber die greifen meine Hühner an, ne? Aber ich habe ja auch Hunde hier und so. Die bewachen das vielleicht. Dum, dum, dum. Doch, doch, das ist gut so. So, ich schicke jetzt trotzdem noch schnell jemanden hier rüber zu den Stipendiaten. Damit die auch da vielleicht noch an Kalkstein kommen und so. Einmal Nightingale mit 2 Kühen. Und der Eisenbarren. 10 Eisen. Silberbarren. Und 200 Gold, das müsste reichen. Du kriegst Apfelkuchen zur Verpflegung. Naja, die Steine könnten schwerer sein. Wir nehmen den anderen Bullen noch mit. Und den hatten wir auch noch nicht angepeilt. Da geht der Gute. Kiso hin. Nimm mal beide Esel mit. Auch 100 Eisen. 10 Goldbarren. 50 Silber. 200 Gold. Wir gucken, wie groß das hier wird. Das Problem ist halt, dass das schon sehr tief ist. Also es wird wahnsinnig tief hier. Ich habe noch keine gute Idee, wie ich diese Ader mit einbaue in die Verteidigungsidee, die ich habe. Ich weiß, dass ich hier sicher die Küche machen will, damit wir das mit dem Keller direkt verbinden können. Und die große Halle unter Umständen auch mit dem Keller, weil das lässt sich alles verbinden. Das geht. Ich habe aber keine Idee, wie ich das Fallgatter dahin stellen soll. Ich habe keine schlaue Idee, wie ich das machen will.
Aber wenn ich hier ein Loch durchziehe, dann können wir das hier schließen. Hier können wir noch eine Wohnung reinsetzen. Also ähnlich wie hier. Ne? Sind von den Laufwegen her ist das etwa gleich. Wer schläft eigentlich derzeit hier drinnen? Alatania, du schläfst hier. Du kriegst jetzt hier die Wohnfläche hier oben, ja? Noch nicht jetzt, weil es ist noch nicht fertig. Aber darauf läuft es hinaus dann. So, wir hatten wieder Gold zum Einschmelzen. Wir werden also wieder schnell rich. Bei 88 unten. Hey Markus, hallöchen. Danke für den Follow. Und hier wollte ich eigentlich auch eine Wand ziehen. Ähnlich wie hier. Ja, auf der Seite. Und halt auch mit offenem Bereich. Das heißt, wir nehmen auch die hier raus. Oh shit. Ja, okay, die kommen voller Kanne zu meinen Hühnern. Das müssen wir gleich ändern. Die killen aber nicht alle jetzt. Doch, die killen alle. Wow. Ja, jetzt sofort. Hopp, los. Okay, wir müssen die Hühner rein verfrachten. Wo? Wo mache ich sie hin? Deine Tiere, ja. Naja, die Hühner hätten wir eh irgendwann gegessen, von daher. Das ist nur zeitweise. Okay, passt, gib hin. Muss für die Nacht reichen. Ja, mach das, isst das und dann geh wieder. Ah, die Gruppe ist jetzt wieder abgezogen. Jetzt, ja. Ein paar Hühner töten und dann gehen sie wieder, oder was? Also. Dann müssen wir es ja nicht mehr bauen jetzt. Wenn die nicht mehr da sind. Hier wieder reinnehmen. Wir sind einmal wieder abgehauen. So was aber auch.
Mit Licht wäre das nicht passiert. Ja, du bist ein Profi und du weißt alles. Und du hast es in den Chat geschrieben und ich habe es ignoriert, weil ich ausprobieren wollte, ob sie angegriffen werden oder nicht. Lass mich doch! Direkt wird rumgeflammt, ja. Furchtbar. Ich bin so furchtbar. Also, jetzt mal gucken wir mal. Hier unten ist nochmal Gold. Ui. Da ist Silber. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wie weit die Ader noch geht, ne? Das ist immer noch so eine Sache. Der Mist ist hier unten eigentlich aus. 70%, das ist doch langsam mal was. Und hier gerne noch eine tiefere Stelle. Nimm dich next, die ganze nur. Ey, lass mich doch. Ich befürchte, dass es hier unten noch ein gutes Stück weitergehen wird. Also das ist Kalkstein. Das ist auch Kalkstein. Aber das hier unten sieht mir danach aus, als ob es hier unten nochmal eine, ne? Seht ihr es? Also so einen Weg durch hat. Tier 223, das wird 7 noch, dann könntest du den Bären versuchen. Aber bevor du den Bären versuchst, gebe ich dir eine Plattenrüstung, damit der Bär dich nicht einfach auseinanderfetzt. Weil das wäre ein Problem. Und das wollen wir nicht. Ja, ich will ihnen nochmal Geschenke machen. Ich will unter 80%, damit wir endlich Frieden haben mit denen. So. Das ganze Eisen geht raus. Wir verkaufen das Gold. Und Silber. Und dann kaufen wir im großen Stil Kalksteinziegel. Die brauchen wir nämlich alle. Wir kaufen alles. Ich kaufe sogar das Kalkstein, damit wir schneller produzieren können. Und dann gucken wir mal schnell, was sie sonst noch haben. Eine große Statue. Überlegen. Könnten wir kaufen? Sieht nicht schlecht aus. Ich habe gar kein Gold mehr. Die sind arm, die haben nichts mehr. Ein Trog. Tische, Silber, Scheiterhaufen, Salz, Rübensamen, Pilze. Na, wir kaufen sicher noch beide Metallfallen. Ich weiß, wir können es auch selber herstellen, aber... Fuchsleder, warum nicht? Hat ein bisschen was an Wert. Honigwein, soll ich den Honigwein noch mitnehmen? Also gut. Ich war noch mit. Jetzt kommen wir aber langsam an eine finanzielle Grenze hier, ne?
Also wir verkaufen das Gold mal nicht. Ja komm, der Rest ist ein Geschenk jetzt. Wir haben groben Wein, wieder einen Haufen. Können wir endlich mal ein bisschen was trinken. Sind die Leute glücklich? Ein paar Metallfallen. Und vor allem sehr viel Stein. Ja, das ist okay. Heimkehren. So. So, dann der andere. Gleich da. Hier ist auch noch mal Gold drin. So, Karawane ist am Zielort. Schauen wir mal an. Wir machen hier mal schnell fix das Gleiche. Geht mal alles raus. Gold auch. Silber auch. Wir hatten noch eine Katze. Aber nicht das, wonach es mir dürstet. Das sieht sehr schlecht aus. Die haben keine... Ich hatte sehr gehofft, dass sie noch Kalkstein haben, aber sie haben keinen Kalkstein. Wir kaufen einfach mal eine Ladung Alk. Und die Lehmziegel, weil ich ja den Boden machen will. Ja, das ist halt alles. Hatte gehofft, dass wir hier ein bisschen mehr was rausholen können. Ich würde so gerne mit Bund der Wölfe, mit der Monarchie hier noch diesen Handel endlich in Angriff nehmen. Wenn die zurückkommen, müssen wir da nochmal jemanden hinschicken, ne? Das ist wichtig. Das ist Kalkstein hier alles. Ich befürchte, dass er hier nochmal eine Kurve zieht. Jetzt könnte ich hier eine Fläche drüber... Markus, Alter. Wir könnten hier so eine kleine Fläche drüber machen und eine ganz klitzekleine Verbindung machen. Oder ich lasse es.
Ich kann auch alles zumachen, außer die Treppe. Und dann ist das hier überdacht. Dann hätten wir hier unten eine kleine Lagerfläche mit Holz und allem. Das könnte man da ohne Probleme hinschmeißen. Gut in die Ecke. August, vielen, vielen lieben Dank, Mann. Für die 10 Geschenksubs, die du raushaust. Super lieb. Dankeschön für den Support, Alter. Dankeschön, Dankeschön. Danke, danke, danke. So, ich habe ein Problem mit den Tieren und wir werden auch weiterhin ein Problem mit den Tieren haben. Wir haben nicht genug Heu. Da wir nicht genug Heu haben, werden wir jetzt viel Tierfutter herstellen. Das ist eine Mischung aus Heu und all den anderen Sachen beinhaltet. Unkenrüben und so. Mal essen haben wir gerade genug. Das heißt, ein Großteil der Karotten und so, die wir noch ernten hier im Herbst, die gehen dann rüber. Daraus machen wir dann Tierfutter, um die Tiere dann zu halten. So, wie sieht's hier aus? Mir geht's eigentlich mehr um die Innenseite hier. Das ist nochmal eine Goldader. Okay, noch tiefer ist noch eine Goldader, das ist gut zu wissen. Also ja, Kisu ist gerade nicht da, um sie davon zu überzeugen, für unsere Sache einzustehen, ne? Viele sind verärgert. Was ist los? Etwas müde, verzweifelt, durstig. Durchnässt. Sehr hohe Erwartungen. Naja, es ist gleich Nacht, dann kannst du in aller Ruhe schlafen. Hast du nicht schöne Kleidung an? Ja, du hast doch gute Kleidung an. Okay. Ich finde es immer schade, dass die Leute nicht da sind. Otto Wurst, Tokui, Oshi, Simon Says, JHB, Absinth, Sirius, Cardell, Kuschkalle, Killerzocker und Hartmut. Seid ihr da? Meldet euch im Chat. Sag mal Danke, Mann. Das geht ja nicht. Das Silber, ne? Naja, hier ist Eisenklumpen drin. Das heißt, ab hier müssten wir gucken. Das ist auch nochmal Gold. Das bedeutet aber, dass wir hier unten Eisen drin haben. Die Chance ist also gut möglich, dass es jetzt nach hinten weitergeht. Ab hier. Alternativ könnte ich auch sagen, weißt du was? Wir lassen den Boden so. Also das sind die zwei. Aber wenn Gold im Boden ist, dann will ich das Gold schon haben, ne? Also Gold ist so kostbar. I mean. Ja, Markus, es hatte einer auf Discord geschrieben, danke für den Sub. Also nicht jetzt, sondern vor Ewigkeiten, als du mal gesubbt hast. Der war nicht da, hat sich dann aber auf Dings bedankt. Auf Discord. Viele sind verärgert. Ist immer noch verärgert. Hansen Seldun, du bist schon wach. Okay, dann machen wir es anders. Können die, die keinen Sub gekriegt haben, sich bei Markus bedanken, dass er so viele Subs dagelassen hat, damit ich hier weiterhin erfolgreich auf Twitch streamen kann und auf YouTube die Videos hochladen? Ist das möglich? Könnt ihr ein Danke da lassen für die Leute, die nicht da sind? An Markus, geht das? Da wäre doch was. Dann haben wir immerhin ein bisschen Dankbarkeit hier im Chat. Ja, das so super, wundervoll. Dankeschön, Leute. Hast du schön, Altan. Das hatte ich gesehen, mein Lieber. Alles gut. Jetzt fühlst du dich schlecht? Nein, das Ziel ist ja, dass du dich gut fühlst, Mann. Akzeptier es einfach. Vielen Dank. Ich könnte hier eine Schneise reinmachen und hier dann... Wir könnten hier so eine Kurve ziehen.
Das könnte gehen. Meine Liebe, habe ich gesagt, Alatania. Markus, danke für die 5 Geschenksubs, aber übertreib es nicht mehr, lieber. Also, ich freue mich sehr, aber ja, guck, dass du immer noch gut genug Geld in deinem Portemonnaie hast. Das ist wichtig. Davis, danke für den Stufe 1 Sub. Und Markus, danke nochmals für die 5. 15 insgesamt. In Gönnerstimmung. So, Nightingale ist zurückgekehrt. Tiere sind hungrig. Ja, das ist halt ein Ding. Okay, Tag 8. Der Winter kommt gleich wieder in 4 Tagen. Bis dahin ernten wir aber noch ein bisschen was. Aber wir haben kein... Ich trotzdem zu wenig Heu. Ein wilder Flachs, auch nicht schlecht. Okay, wir machen das schnell anders. Wir mischen das Tierfutter noch mit Heu. Das bedeutet, wir schmeißen hier kein Heu mehr rein, sondern Tierfutter. Schnappen. Hä? Sollten hier nicht eigentlich... Das ist doch Samenbildung hier. Ja, das sind 10. Das heißt, wir können hier jetzt schon gleich anfangen. Brennstoff, Kochmaterial. Ja, aber das hat doch höhere Priorität. Was verkochst du denn hier? Ein Topf, ja. Wir setzen den mal schnell auf... Upsala. Wie immer, aber wir setzen den schnell auf Pause hier. Damit das Gemüse auch zu Tierfutter wird, dass die Tiere die Sachen dann wieder kriegen. Wir kriegen den Wolf nicht trainiert. Das ärgert mich so sehr. Das ist so schade, Mann. Muss die Treppen eigentlich auch mal noch ändern, ne? So, wie sieht's hier aus? Was ist hier drunter? Noch mehr Gold. Das ist jetzt nicht so gut. Und hier? Eisen. Kalk, Eisen. Ich würde einfach gerne wissen, was da komplett im Boden ist. Nightingale ist wieder da. Ja, der ist gerade wieder angekommen hier. Richtig. Ich weiß nicht, ob ich ihn losschicken soll zur Verhandlung mit denen hier unten. Auf der anderen Seite sollte Nightingale auch ein Schläfchen machen, mal.
Wie viel Heu haben wir? Licht, das überhaupt hier? Futter. Damit lässt sich ordentlich was machen an Tiernahrung. Ist also okay, meines Erachtens noch. Hatten wir nicht mega viel mitgenommen hier? Metallfallen und so. So, Kisu, sag mir, was hier drunter ist, Alter. Ich will es wissen. Das bedeutet die Ausrufezeichen und Fragezeichen. Wo denn? Wo im Bild? S-Bahn. Ist auch nochmal Eisen drin. Es ist einfach irgendwie komisch und geil zugleich, die Burg nicht einfach auf einer Fläche wachsen zu setzen, sondern wie Burgen teilweise waren, sich einfach den Hang anpassen. Ja, das also mit leichten Abänderungen natürlich, ne? Aber im Grunde genommen versuche ich das, ein bisschen in die Struktur zu bauen. Dass das noch aus dem Boden geholt wird, damit ich abschätzen kann, ob drunter noch mal was ist. Weil ich glaube, hier kommen wir jetzt dann langsam ganz unten an. Ich sehe, glaube ich, sogar, welche Ebene das ist. Das ist Position 3. Und das hier ist Position 0. Und das ist Position 1. Das heißt, wir sind derzeit auf dieser Höhe. Kann das stimmen? Nein. Der Höhe dann? Nein, doch, das ist die Höhe. Hier. Das heißt, das geht theoretisch noch einen Ticken runter. Viele sind verärgert. Wer denn? Was denn? Verliert Bewusstsein? Oh, Nightingale. Ab ins Bett. Ab ins Bett. Schneid das schnell und dann ab ins Bett. Hopp, hopp, hopp. Nein, nein. Nein, 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 nein. Ich will, dass du das fertig hackst. Ich weiß, dass du das gar nicht magst, aber das muss jetzt halt sein. Ah. Kannst du es fallen lassen? Graffiti macht das gerade. Warum wechselt ihr euch eigentlich so komisch ab, wenn da einer dran steht gerade? Okay. Erschöpft, hungrig, verärgert. Ja, du warst auf einer langen Reise, Nightingale, das verstehe ich. Ich erinnere mich irgendwie an eine Burg, die in Slowenien steht und in den Berg gebaut wurde. Ja, voll cool. Machen wir schnell runter, dann kann ich es einschätzen. Sehr gut, so. Was kommt hier drunter nochmal? Also nochmal Eisen. Hier sind auch nochmal Eisenklumpen drin. Und hier ist Kalk drin. Ja, das heißt, das hier ist Kalk. Und das hier ist Eisen. Ich finde es aber okay, dass wir 142 Eisen im Boden lassen, würde ich meinen.
Weil ich gehe davon aus, dass eins tiefer dann auch einfach nochmal... Ja, ich denke, das ist okay. Ich will das noch aus dem Boden haben und dann kann ich abschätzen, ob wir jetzt hier dann reinziehen oder halt nicht. Was haben wir hier eigentlich noch? Eisen. Das ist Gold. Ich will das Gold noch aus dem Boden haben. Wir haben nämlich hier eine Goldader und ich will... wir holen alles Gold aus dem Boden. Eisen muss ich nicht zwingend alles aus dem Boden holen, weil wir haben hier nochmal eine Ader. Wir haben hier drüben auch nochmal ein bisschen was. Da ist mehr als genug Eisen noch drin. Was war das denn für eine komische Grimasse? Von mir? Habe ich eine komische Grimasse gemacht? Weiß ich nicht. Oh, ein freundlicher Besuch. Besuch von den von der Geistlichen. Colin, von der Geistlichen unseren Jüngern wehrt uns mit einem Besuch. Er ist Geistlicher in seiner Siedlung, organisiere eine Veranstaltung, um den Aufenthalt optimal auszukosten. Ich weiß aber nicht, was für eine... Der mampft Menschen. Eichbrüder. Wir hätten einen Eichbruder. Zwei Wanddekorationen der Eichbrüder. Haben wir etwas in diese Richtung? Das müssten wir irgendwie noch erforschen, hä? Ah, hier, religiöse Strukturen. Dafür bräuchten wir noch ein paar Bücher. Dann holen wir die. So, als ob du was Komisches gegessen hast. Ich kann es aber nicht beschreiben. Da war einfach eine Gesichtsentgleisung von mir scheinbar. Das kann halt mal passieren. ...86. Nachdem Kisu... ...Gracia nochmal probiert hat zu überzeugen, sich unserer Sache anzuschließen... Recruitment next attempt 16 Stunden. Ah, okay, das dauert eh noch ein bisschen. Ich weiß nicht genau, wie wir hier eine Party machen. Hässliche Ausstattung. Kann doch nicht sein. Eine schwache Winterkleidung. Wo
liegt denn... Wir produzieren doch eigentlich noch gute Winterkleidung. Nein, wohl irgendwie nicht, hä? Wer ist eigentlich die Intelligenzbeste, die dauerhaft büffeln darf? Du und Spartanien. Also Jarvel und Spartanien. Ich weiß nicht, wie ich eine Party schmeiße. Keine Ahnung. Tiere sind hungrig. Ja, aber wir machen doch Futter, oder nicht? Ja. Achso, ich habe alles rausgenommen. Ein Tierfutter kann da rein. Hopp, 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 hopp. Dazu setze ich das Heu eigentlich nie. Okay. So, sag mir, was hier unten Sache ist. Silber, Silber, Eisen, Eisen. Das ist okay. Das Festessen wird durch Auswahl eines Tisches mittelgroß oder groß im großen Saal ausgelöst. Nach der Auswahl erscheint die Option Veranstaltung abhalten. Wenn Sie dann auswählen, können Sie ein Festessen planen. Sobald die Teilnehmer den Tisch erreicht, beginnt die Veranstaltung und alle geplanten Speisen und Getränke erscheinen am Veranstaltungsort. Hast du gegoogelt, danke. Wenn ihr das hier fertig haben... Da machen wir die große Halle, die schon so lange überfällig ist. Rohstoff ruiniert. Das ist ziemlich schlecht. Okay, ist auch wieder Eisen drin. Er hat gerade Gold kaputt gemacht. Bergbau 7, ja. Naja. Egal. Da ist echt viel Eisen drin. So, ich gucke, ob an der Stelle jetzt nach innen noch Gold ist. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass da Gold sein könnte. Viele sind verärgert. Unterhaltung bedürftig, verzweifelt, durstig, hässliche Ausstattung. Durchnässt. Sehr hohe Erwartungen. Okay. Achso, wir haben schlechte Winterkleidung gemacht und haben die Winterkleidung sofort wieder zerlegt, weil sie nicht gut genug war. Weil ich das noch eingestellt hatte. Stunden kannst du es nochmal versuchen. Ja, der Geist überlässt meine Siedlung. Ist halt jetzt so. Yeah! Blaupause an Esel trainiert. Auch wenn du eigentlich nicht dafür zuständig bist.
jetzt wissen wir auch, warum das mit dem Wolf nicht klappt. Mach mal, Aratania, hopp. Noch schnell, bevor du alles andere machst, ja? Es ist auch einfach schwierig, diesen Wolf zu trainieren, hä? Greift an. Was greifst du an? Das will nicht funktionieren mit dem verdammten Wolf. Bis dahin ist der Fusel versoffen. Das hingegen ist nicht so gut. So, ich will den Raum eigentlich noch ändern. Du sollst hier hoch. Das ist ja fertig. Sieht ja schon mal ganz gut aus. Ist halt so. Wir haben eh zu viel Nahrung. Ich habe den Überblick auch verloren. Ich könnte auch die ganze Zeit Leute losschicken, die dann verkaufen gehen, aber I mean. So, Kisu, versuch nochmal. Eigentlich entgleiten. Was treibst du eigentlich gerade? Transportier zum Lagerplatz. Ist das nicht etwas, was du eigentlich gar nicht magst? Ja, der Regen macht dich fertig. Trink mal was. Darfst du überhaupt was trinken? Ah nein, ich kann dich noch nicht mal was trinken lassen, weil du bist aggressiv, wenn du was trinkst. Okay. Also, wie sieht's hier aus? Wie sieht's hier aus? Eisen. Auch wieder. Gold. Also gut, dann schneiden wir hier rein. Das ist der Bereich, wo wir reingehen. Das geht vorbei hier. Hat Beten nicht auch etwas Stress abgebaut? Beziehungsweise schon ein Tempel von den Gottheiten, wenn es das gibt? Ja, habe ich. Eichbrüder sind hier drüben. Und wir haben hauptsächlich die Eichbrüder, sind auch am Beten gerade hier in der Kirche. Auch wenn die Räumlichkeiten noch nicht schön sind. Aber dafür, wie es begonnen hat, sind wir schon ordentlich fortgeschritten. Sind erschöpft. Naja, es ist ja auch Abend. Mampft was, macht was Gutes. Gravity immer noch am Hacken. Also wir hatten ja... Wo deponieren wir eigentlich die ganze Erde derzeit? Oder liegt die einfach rum? Ah
Eisblock wurde zu Kompost. Ja, das ist okay. Dass das alles noch hier außen steht, finde ich nicht so gut. Okay, wir schieben das hier rein, also alle Teile kriegen einen neuen Schlafplatz. Wenn alle aufgestanden sind. Die große Halle gibt einen guten Zufriedenheitsbonus. Ja, nehmen wir auch gleich einen Angriff. Ich muss das mit den Tieren nur irgendwo hinschieben. Habe ich hier nie einen Tisch reingemacht? So. Dann wird das hier abgebaut. Kommt das hier rüber. Dann nehmen wir die aus dem Keller. Sobald sie überredet wurde, zu uns. Und dann schieben wir den Kerker. Ich will den Kerker nicht schieben, solange wir noch Gefangene haben. Verzweifelt, durstig. Dann musst du was trinken. Was bringt es mir eigentlich, wenn ich dich befördere? Naja, dadurch bist du jetzt leidenschaftlich. Oder warst du schon leidenschaftlich? Weiß es nicht. Na, zwei Schmiede zu haben, ist sicher nicht schlecht. Soll ich die große Halle jetzt in Angriff nehmen? Dafür schieben wir mal schnell die Tiere. Mal legen, da muss ich. Etwas unfreiwillig, ja. Müsste den Transport rausnehmen, sorry. Ja, Gefängniswärter und so, das ist gut. So, wie sieht es eigentlich aus jetzt mit Kleidern?
Eine ausgezeichnete Rüstung. Dann gucken wir mal schnell. Ich glaube, Nightingale hatte sich immer mal wieder beschwert, dass er schlechte Rüstung hat. Also schlechte Winterkleidung. Solide. Solide. Ausgezeichnet. Schwach. Nightingale, du darfst das hier holen. Gut. Okay, so. Dann ist das mal erledigt. Die sind untätig. Warum? Okay. Leider nicht genug Erde dafür. Können wir hier oben noch irgendwo ein bisschen was abtragen? Ich könnte einfach einen Teil des Berges hier nehmen. Ich wollte den eh noch ein bisschen verkleinern. Wir kriegen hier noch ein bisschen Erde raus, das ist gut. Das passt, das ist gut. So, erstes große Halle. Sollte aber schon den ganzen Winter halten. Das lassen wir. Ich hatte überlegt, hier noch Tierfutter zu machen, aber draußen im Regen. Wir schieben die mal da runter, das ist okay. So, der Winter kommt bald, hä? Gut. War das die richtige Entscheidung? Ja, das sieht nach der richtigen Entscheidung aus. Ich glaube, ich hätte das sogar noch ein bisschen besser machen können. Aber gut, also. Die ganzen Tiere kommen jetzt hier rüber. Das dauert ein Momentchen. Ein freundlicher Besuch. Ein Händler, der sich auf das riskante Geschäft spezialisiert hat, die menschliche Freiheit. Dieser Händler handelt mit Lösegeldern und wird dir diese Verantwortung abnehmen für den richtigen Preis. Wir könnten ihm auch Leute abkaufen. Wir könnten gucken, was er hat. Damit wir zusätzliche Arbeitskräfte kriegen, die für mich hier pickelhart alles abbauen. Die für mich die ganzen Berge abtragen. Obwohl, ich würde eigentlich den Winter lieber gerne überleben. Wir könnten ihm die Leute auch abkaufen und dann versuchen zu überzeugen, dass sie zu uns kommen. Wenn jemand wahnsinnig Gutes dabei ist, ne? Wir gucken in der nächsten Folge, ob der Händler coole Leute dabei hat, die wir brauchen können.
Und wir werden das hier in Angriff nehmen. Das ist, ich erweitere den Komplex. Ich denke, wir machen zuerst mal die erste Etage, damit ich hier sicher mal den Dings reinmachen kann. Die Halle. Ich weiß noch nicht, ob ich die Halle doppelstöckig mache. Also viel Platz. Oder ob ich das auch einfach auf einer Größenordnung lasse. Ich weiß, dass ich eigentlich auf der Seite die andere Kirche machen wollte. Aber eine große Halle fände ich halt schon schön. Wir könnten den auch weiter nach vorne ziehen. Das ist richtig weit nach vorne. Aber wo mache ich dann die andere Kirche rein, ist dann die Frage, ne? Das überlege ich mir für die nächste Folge. Gut. Like da lassen, Kommentar lassen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich auf. Bis dann.